Hi, ich habe heute noch erneut einen für euch und mit dem würde ich jetzt gerne auch starten. Und zwar fange ich heute nochmal an mit dekorativer Kosmetik. Ich weiß, ich kaufe ziemlich viel, wenn ich einmal dort bin, aber dafür kaufe ich mir keine teuren Produkte, also viele kleine und günstige, aber dafür keine High-End-Produkte. Eine Mascara von P2 in der Farbe, also Multidimension Mascara heißt sie. Die sieht so aus. Hm? Die hat ein sehr dünnes Gummibürstchen. Wollte ich mal ausprobieren. Mal schauen, wie sie mir gefallen wird. Und einmal High Impact Mascara Curl Lashes von P2. Der ist auch ein Gummibürstchen, ist gebogen, hat kurze und lange, wie nennt man das? Mir fällt ja gerade der Name nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Genau, noch eine Mascara von Max Factor, Masterpiece Glamour Extensions 3 in einem Volumizing Mascara. Und die hat ein extrem dünnes Bürstchen. Also das ist auch sehr merkwürdig. Anfangs sind die ein bisschen länger, dann werden sie ein bisschen kürzer. Also sehr, sehr, sehr speziell. Vielleicht für die unteren Wimpern. Du könntest was gut finden. Ja, sehr viele. Die Catrice Matte Lip Artists. Gut. Die hier. Ich habe mir sie in drei Farben gekauft. Oder gibt es jetzt nur in drei Farben? Naja, jedenfalls einmal in der Farbe nur der Berry Hopping. Sieht so aus. Dann einmal Hibiscus Proof. Der ist sehr pinkig, sexy gleich. Und First Brown Ticket. So. So sehen die Farben aus. Der eine ist etwas moviger, pinkiger und rötlicher. Sollen gut sein, mal schauen, ob sie wirklich so gut sind, wie andere behaupten. Ob man den YouTubern trauen kann. Zwei Foundations gekauft: einmal von L'Oreal, The Perfect Match, in der Farbe 15N Linen. Genau, ist glaube ich einer der hellsten Töne. Die habe ich mal bei meiner Schwägerin ausprobiert und ich fand die echt gut. Und einmal das Dream Setter Liquid von Maybelline in der Farbe 0, also 10 Ivory. Einen leichten, matten Finish. Also ich glaube, es sind Puderanteile drin, aber ich habe es noch nicht ausprobiert, muss ich mal schauen. Manhattan, das 2-in-1 Powder Make-up, also das ist ein Puder mit einem Applikator, also mit einem Schwämmchen, hat einen Farbton drin und zwar ist es in der Farbe 77 Natural. Habe ich noch nie probiert. Meine kleine Schwester hat probiert, sie meint, das wäre gut, also probiere ich es auch mal aus. Von Astor Lift Me Up 2-in-1 Lifting Serum and Radiance Make-up in der Farbe 001 Light. Ich habe noch zwei Lippenprodukte und zwar einmal von L'Oreal Paris in der Farbe S502 True Red, also ein klassisches Rot. Ich swatch es euch mal. Ja, obwohl es hat schon einen pinken Unterton. Wartet. Und zu guter Letzt auch von Astor den Perfect Stay Fabulous All-in-One Lipstick 302 Fireworks. Das ist so ein lilaner Ton mit Glitzerpartikeln. Mag nicht jeder. Ich jetzt auch nicht jedes Mal, aber hin und wieder kann das schon ziemlich gut aussehen. Genau, dann wäre ich durch mit meiner dekorativen Kosmetik und gekommen zum Rest. Wieder eine sehr volle Tüte. Einmal habe ich von Garnier das Skin Active Micellium Reinigungswasser für trockene und empfindliche Haut. Ich hatte das schon für Mischhaut. Das für trockene Haut hatte ich glaube ich auch schon. Also das hellrosane. Und das wollte ich mal das probieren. Also weil ich sie wie gesagt nicht für mein Gesicht benutze, diese Reinigungswasserprodukte. Deswegen macht es bei mir auch wirklich nur an meinen Augen. Dann die Korrekturen ausführe. Von L'Oreal Paris, Elvital Öl Magique Nervpflege Shampoo.
Auch wenn ich immer öfter einen fettigen Ansatz habe, finde ich hin und wieder muss ich mal so einen Shampoo benutzen, dass meine Haare wieder einen Glanz bekommen. Dann habe ich Babypuder, Sensitive, einfach mal hin und wieder, um meine Partie zu, also Augenpartie zu baken. Dann hatte ich mir von Nivea Man das Sensitive Aftershave Balsam gekauft, weil viele sagen, dass das Primer gut sein soll, also probiere ich es mal aus. Das war es dann auch schon mit meinem DM Haul und ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet, einen Daumen da lassen würdet und abonnieren würdet. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!